Junge, Junge, Junge. Kunde. Hallo? Verzeihung, kann ich mit Ihnen reden? Ne? Sieht aus, als wollte er nicht mit mir reden. Und vielleicht ist das auch gut so. Hey, machen Sie meine Jukebox nicht kaputt. Aber Sie haben gesagt, ich habe nicht gesagt, dass Sie die ganze Zeit reden sollen. Tut mir leid. Tja, diese Ausländer, sie denken, alle Probleme lassen sich mit Gewalt lösen. Der ist ja sehr kulant. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar keine Karte von Nogo und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Bevor ich mich verlaufe, sollte ich vielleicht nach einer Karte fragen. Ja, was kann ich für Sie tun? Karte. Haben Sie eine Karte von Nogo? Mit den eingezeichneten Orten? Nein, eine Karte ohne etwas drauf. Natürlich mit den Orten. Irgendwo habe ich eine. Hier, bitte. Sie haben Glück, das ist die letzte. Super, kann ich sie haben? Natürlich. Und soll ich sie noch schön einpacken? Sagen Sie bloß, ich muss dafür bezahlen. Diese Ausländer erwarten alles kostenlos. Das macht dann 500 Nogoyaner. Ich habe es Ihnen doch gesagt, ich habe kein nogoyanisches Geld. Dann kann ich es Ihnen nicht geben. Ich habe eine Idee. Nehmen Sie Kreditkarten? Was für ein Zufall. Oh, gestern hat mich das auch schon jemand gefragt. Und die Antwort lautet nein. Na, aber ich hätte da vielleicht eine Lösung. Snack. Ein sehr nerviger Kunde hat nach einem Snack gelangt. Normalerweise kommen die Leute direkt hierher, um etwas zu bestellen, aber er hat mich angerufen. Und er hat mich gebeten, es in sein Zimmer zu liefern. Können Sie das glauben? Aber echt, was glaubt der, wo er ist? In einem Hotel? Wie auch immer, wenn Sie das auf Zimmer 204 bringen, gebe ich Ihnen die Karte. Abgemacht. Dann Beeilung. Sag mal, der will 500 Nogoyana für die Karte und 200 für das Zimmer? Also ich weiß nicht, wie er seine Preise berechnet. Oh, ja. Guten Tag, der Herr. Ich bringe Ihnen den Snack, den Sie bestellt haben. Oh, ja, sehr gut. Oh, stellen Sie es neben mein Bett. Wissen Sie was? Es ist seltsam, aber ich könnte schwören, ich kenne Sie von irgendwoher. Ja. Oh, ich weiß nicht. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sie sind der Mann, der mir die Statue verkauft hat. Ich wusste es doch. Oh, welche Statue? Die Vogelstatue, erinnern Sie sich nicht? Ich bin der Antiquitätenhändler aus Paris. Oh, jetzt wo Sie es erwähnen? Ja, was für ein Zufall. Ich habe Sie vor kurzem angerufen, erinnern Sie sich? Aber Sie sehen nicht sehr gut aus. Wie auch immer, das geht mich nichts an. Tschüss. Oh, bitte gehen Sie nicht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. In Ordnung, ich bin ganz Ohr. Meine Frau und ich haben beschlossen, eine Reise nach Nogo zu machen. Wir lieben exotische Länder und jemand hat es uns vorgeschlagen. Heute Morgen sind wir durch das Flachland nicht weit von hier spaziert. Da habe ich ein wunderbares Exemplar der Neptunian Milie entdeckt. Oh, Sie wissen schon, diese seltene und begehrte Blume. Nie davon gehört und ist mir auch egal. Oh, ich wollte sie gerade pflücken. Wow. Als plötzlich, oh, wie aus dem Nichts, eine giftige Schlange aus dem Dickicht kam. Ich konnte nicht reagieren und, oh, da hat sie mir schon das Gift injiziert. So, zum Glück hat mir meine Frau geholfen, zurück zum Hotel zu kommen. Das ist furchtbar. Haben Sie einen Arzt angerufen? Oh ja, natürlich. Es war nicht leicht, einen zu finden. Und? Um es zusammenzufassen, er hat gesagt, er könnte nichts für mich tun. Oh, und dass ich die Dienste eines Zauberers benötigen würde. Ich wusste, dass die meisten praktischen Ärzte inkompetent sind, aber nicht, dass es so schlimm ist. Können Sie nicht ins Krankenhaus gehen? Oh, es gibt kein Krankenhaus in Nogo. Das nächste ist mehr als 50 Meilen entfernt. Ich würde nie rechtzeitig ankommen. Bitte. Oh, ich lese Sie an. Sie müssen mir helfen. Wo ist Ihre Frau überhaupt? Oh, sie versucht, einen anderen Arzt zu finden, aber ich weiß, dass es sinnlos ist. Meine Frau will nicht, dass ich in den Zauberer aufsuche. Oh, und ich kann mich kaum bewegen. Oh, hören Sie. Ich bin ein sehr reicher Mann. Wenn Sie mich retten können, gebe ich Ihnen so viel Geld, wie Sie möchten. Das würden Sie tun? Oh ja, aber Sie bitte... Aber bitte, Sie müssen mir helfen. Ja, natürlich helfen wir dem. Können Sie etwas genauer sein, wenn Sie sagen, so viel Geld, wie Sie möchten, wie viel genau? Oh, ich fühle mich schwach, schwierig zu konzentrieren, meine Sicht verschwimmt. War klar. In Ordnung, ich helfe Ihnen, aber was genau soll ich tun? Oh, gehen Sie zum Zauberer, er lebt in einer Kellerbar, hier ist die Adresse. Untergrundbar. In Ordnung, ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, bitte beeilen Sie sich, ich glaube ich... Oh. Er ist einfach zusammengebrochen. Na toll. Ich lasse ihn besser liegen. Seine Frau sollte ja bald zurückkommen. Dann suchen wir mal diesen Zauberer. Nichts. Ich schätze, Henry ist immer noch bewusstlos. Und seine Frau ist noch nicht zurückgekommen. Grandios. Sandra.
Sag mal, hast du zufällig eine Karte? Eine Karte? Für was für eine? Ich würde gerne auf Erkundung gehen, aber ohne Karte habe ich Angst, mich zu verirren. Ich verstehe. Tut mir leid, ich habe keine. Du hast mir diese Reise so kurzfristig angeboten, dass ich keine Zeit hatte, eine zu kaufen. Stimmt, trotzdem danke. Ja, okay. Wir halten ja hier vom Barkeeper eine. So, ich habe den Snack abgeliefert. Kann ich jetzt die Karte haben? In Ordnung, hier nehmen Sie sie. Hm, das ist gut, aber sie erscheint mir noch nicht ganz eindeutig. Können Sie hier ein paar interessante Orte aufzeichnen? Das ist einfach, es gibt nicht viele. Das Nationalmuseum ist genau hier. Okay, Museum. Dann hätten wir eine nicht ganz so furchtbare Sehenswürdigkeit hier und alte Ausgrabungsstätte. Alte Ausgrabungsstätte? Und dann sollten Sie sich den Big Nogo Bazaar hier ansehen. Wie big ist der denn? Ich hoffe, ich verlaufe mich darauf nicht. Haha, keine Sorge, Big ist der Name des Händlers. Okay, cool, danke. Das sollte für den Anfang reichen. Für den Anfang? Wie lange bleiben Sie hier überhaupt? Eine Woche? Armer Kerl. Ja, also wahrscheinlich werden wir in der einen Woche nicht sehr viel hier erledigen können. Okay. Dun, dun, dun. Okay. Hotel, Museum, Bazaar, Untergrundbar. Wir gehen erstmal zur Untergrundbar. Hoho. Seltsam. Das kann doch nicht immer dieselbe Frau sein, die hier im Kreis läuft, oder? Das allsehende Auge. Sie macht mich verdammt nervös. Bevor ich irgendwas aushecke, sollte ich besser warten, bis sie weg ist. Stopp! Wer bist du? Spielt das eine Rolle? Hab dich noch nie gesehen. Wo ist die Karte? Eine Karte? Kein Eintritt. Brauchst du kleine Karte? So etwas wie eine Mitgliedskarte? Ich habe keine. Du, kein Eintritt. Na toll, darf ich vorstellen, Herr Muskel ohne Gehirn. Aber ich muss da rein. Eins, der Zauberer muss da drin sein. Also, wie sieht diese Mitgliedskarte aus? Ist eine kleine Karte. Okay, aber was ist da drauf? Welche Farbe hat sie? Ist eine rote Karte. Wow, sie sind unglaublich hilfreich. Haben Sie selbst eine kleine Karte? Ja, ist in meiner Jeans. Würden Sie sie mir leihen? Nein, meine kleine Karte. Meine! Okay. Diese Schnur nutze ich zum Beispiel für, Senkel. Ja. Ach du meine Güte, er ist klüger als ich. Aha. Nein, ich bezweifle, dass dieser Typ Heimwerker ist. Möchten Sie eine Schere? Einmal. Ich habe jemanden getötet. Mit Schere. In Auge. Dann gebe ich sie ihm besser nicht. Ja, für Sie. Jetzt lassen Sie mich bitte rein. Papier? Ich will nicht Papier. Das ist Geld. Damit kann man sich Sachen kaufen. Boss kauft. Ich gehorche. Es ist sinnlos. Ja. Oh, Hector hat eins. Gleiche. Sie kennen Hector? Guter Freund. Interessant. Hector war also schon mal hier. Hier ist die kleine Karte. Oh, ist kleine Karte. Eintreten. Super. Stopp. Keine echte kleine Karte. Mich täuschen? Aber sehen Sie doch genau hin. Es ist eine Karte, oder? Und sie ist klein. Ja. Also ist es eine echte kleine Karte. Nein. Ups, er hat wohl doch etwas Grips zu schade. Ja. Sehen Sie sich das an. Boah. Hier, in meiner Hand. Schöne Hand. Danke. Es ist ein magisches Gerät. Man kann damit Licht machen. Ist Taschenlampe. Keine Magie. Toll, ich habe mich gerade zum Idioten gemacht. Wenn Sie mich durchlassen, gebe ich Ihnen diese DVD. Kann ich essen? Natürlich nicht. Egal, geh weg. Ich glaube, er könnte sie mit bloßen Händen öffnen, aber ich habe gerade keinen Hunger. Haben Sie Hunger? Hier ist ein Snack. Mag keine Wurst. Vegetarier. Ernsthaft? Schön. Ich komme später wieder. Vergesst nicht, kleine Karte. Sieht aus wie eine Mitgliedskarte. Sehen wir uns das mal an. Was? Er stiehlt! Ein Dieb, Hilfe! Oh oh, sieht so aus, als wäre ich erwischt worden. Was tust du, Dieb? Das ist ein Irrtum. Ich habe nur, Weißt du, was wir hier mit ihm machen? Ihr gebt ihnen einen Kuss. Autsch. Ja, so viel dazu. Das war wohl kein lieblicher Kuss. Mein Kopf.
Ich lebe noch. Er hat mich so fest geschlagen, ich dachte, mein Schild bricht auf. Aua. Moment. Moment, Moment, Moment. Ihr beobachtet mich, perfekt. Mitgliedskarte erhalten, Logo Underground Bar, VIP-Member. Terroristenprint.com. Bitte. Sie sind ziemlich gut organisiert für eine geheime Bar. Hm. Moment. Ist das wirklich eine Bar oder eine Kindertagesstätte? Das ist ziemlich bunt für eine berüchtigte Bar. Vielleicht versuchen sie, ein jüngeres Publikum anzulocken. Was haben wir denn hier noch? Vertrocknete Pflanze. Die Wache, das Schild, bei Betreten, Frau. Und jetzt sind auch noch Kekse, nicht zu vergessen. Kekse. Arme Pflanze, sie ist ganz vertrocknet. Na schön. Okay, betreten. Stopp. Ach komm schon, Sie kennen mich doch, oder? Wir haben schon mal geredet, wir sind Freunde. Freunde? Ja. Zeig mir eine kleine Karte. Ich habe sie zu Hause gelassen. Kein Eintritt, geh weg. Okay, die Karte haben wir ja eigentlich. Haben Sie selbst eine kleine Karte? Okay, die kennen wir schon. Huch, Moment. Okay. Hier ist meine kleine Karte. Oh, kleine Karte, echte. Eintreten. Super, tschüss. Warte, ist meine kleine Karte. Dieb. Nein, wir haben bloß ähnliche Gesichter, finden Sie nicht? Autsch. Okay. Das wird wohl doch schwieriger als gedacht. Immer diese Spiränzchen hier. Aber wir haben die Karte noch. Leuchtet ein, aber ich kann das Bild von meinem Ausweis nicht einfach entfernen. Es ist Teil der Karte selbst. Ich schätze, es ist an der Zeit. Es tut mir so leid, kleiner Ausweis. Du warst sehr hilfreich, aber ich muss eine Operation an dir durchführen. Das Bild erhalten. Oh, schön. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wie komme ich ohne den nach Frankreich zurück? Ups. Ich habe eben auch gedacht, warum zerschneidet er einfach seinen Ausweis? Das ist mal eine gute Idee. Ich ersetze einfach... Ups, mein Plan hat einen Makel. Das Bild hält nicht. Ich wusste, ich hätte meinen Klebestift mitnehmen sollen. Was machen wir denn nun? Schnur. Sicher gibt es einen besseren Weg, um das Bild festzumachen. Nein, ich brauche sie vielleicht noch. Glas, DVD, Konservendose. Ja, da ist ein Messer drauf, aber die Karte ist nicht hart genug, um die Dose zu öffnen. Um es leichter zu machen, ist in die Bar zu kommen. Hm. Seltsam. Okay. Wir brauchen etwas Klebriges. Also, ne, und so. Ihr wisst schon. Alte Ausgrabungsstätte. Machen Sie Urlaub, besuchen Sie Paris. Genug mit Anzeigen, unterschreiben Sie diese Petition. Pyramide, die umgedreht ist. Das ist grausam. Warum um Himmels Willen bin ich hergekommen, wenn ich einen Urlaub in Paris hätte verbringen können? Ja, du wohnst in Paris. Was soll dieser furchtbare Plakat, das keine Werbung ist? Ich liebe Werbung. Sie verspricht uns wunderbare Sachen und verlangt nur ein Stück unseres Verstands. Oh, aber sieh mal an. Irgendwie ist dieses Plakat, das keine Werbung ist, doch eine Werbung. Dann reiße ich es nicht einfach ab. Ist ziemlich groß und lang. Jetzt verstehe ich. Das muss ein gigantisches Eis sein. Ja. Da steckt so viel Wahrheit in dieser Werbung. Ich will zurück. Ein Leuchtturm? Ja, es ist definitiv ein Eis. Ein gigantisches Kokosnusseis. Lecker. Ich meine Vanilleeis. Ja, Kokosnusseis, das weckt Erinnerungen. Eine Fata Morgana hier hinten. Hm. Echse. Hey du, komm her. Diese Echse sind ganz schön schnell. Es ist fast unmöglich, eine zu fangen. Aber sehr possierlich. Ein BH? Ah, oh, riecht gut. Ohne Zweifel, der gehört einer Frau. Bitte. Ich bin kein Typ, der sich an Dessous aufgeilt. Und ich bin kein Transgender, ja. Zumindest noch nicht. Ja, ich meine, hey, wir sind ja heutzutage offen für alles. Also manchmal hinterfrage ich schon, was Bjorn hier macht immer, der Bjorn.
Das ist schon echt ein komischer Kraut. Oh. Erstmal riechen. Loch. Wow, was für ein Loch. War das eine Ausgrabungsstätte oder haben sie nach Öl gesucht? Ach komm. Was? Nein, ich will da nicht reingehen. Ich sollte es mittlerweile wissen. Immer wenn ich solch eine Wahl habe, geht es nicht gut aus. Fast immer. Reingehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich das tun... Ja, aber ich gebe zu, dass ich ein bisschen neugierig bin, was da unten ist. Dann mal los. Autsch, meine Hände. Ich bin es echt nicht gewohnt, an Seilen zu klettern. Ja, das war leicht. Ich bin unten angekommen. Nun, ich kann nichts Interessantes sehen. Wie schade, aber zumindest ist dieses Mal alles gut gegangen. Oder auch nicht. Ups. Ja, schön. Da ist das Seil einfach runtergeflutscht. 200 Jahre später waren Archäologen verwirrt, als sie ein neueres Skelett gefunden haben. Daher warfen sie es weg. Ja. Ich wusste es. Warum bin ich heute so dumm? Warum bist du immer so dumm? Keks. Keks. Ein Keks liegt im Gras. Nichts Ungewöhnliches. Teich. Das sind Fische im Wasser. Naja, wenn man das Wasser nennen kann. Und wenn man das Fische nennen kann. Sie sehen seltsam aus und fies. Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, das ist ein perfekter Platz zum Angeln. Ich wüsste aber nicht, dass wir hier eine Angel dabei haben. Teich. Was mache ich denn damit? Ich habe die Karte gezeigt, aber es war nicht interessant. Ich mache es nicht kaputt, noch nicht. Ja, mein Gott, das ist ein Glas. Natürlich nicht. Ich würde riskieren, die Dose zu beschädigen. Das ist eine Pyramide. Ich kann nicht wirklich sagen, was, aber irgendwas stimmt nicht. Manche Dinge werden für immer ein Rätsel bleiben. Oh ja. Ich habe für heute genug Pyramiden umgekippt. Schade. Lauf nicht weg. Ich will dich bloß in meine Tasche stecken und dich mit tonnenweisen Gegenständen kombinieren. Zu schade. Jetzt wissen wir, warum die Dinosaurier ausgestorben sind und nicht die hier. Ja, und weiter. Zelt. Moment, wir gucken nochmal. Loch, Teich, Pyramide, keine Werbung, Werbung, riesiges Eis, ja. Zelt. Scheint so, als wäre niemand hier. Gut, dann können wir uns ja bedienen. Schatzsuche und Töten von Drathan Naked. Draven Naked. Ich habe gemischte Gefühle, ich liebe Schätze, aber ich mag keine Gewalt. Liegt da jemand? Was zum Tomatensauce auf dem Boden? Ich wette, hier lebt ein Tourist. Die Leute hier sind am Verhungern und die verschwenden Essen. Ich nehme es zurück, das ist Blut. Das ist alles in Ordnung. Also, ja, ich sehe hier eine Leiche übrigens. Ich könnte ein Bild machen, aber leider könnte ich es nicht ausdrucken. Ich trauere meiner alten Polaroid-Kamera hinterher. Tüte. So, was ist in dieser Tasche? Ein paar Klamotten, noch mehr dumme Klamotten und sogar noch mehr alberne Klamotten. Total langweilig. Ich nehme einen von diesen. Einen Haken halten. Sie scheinen nicht magnetisch zu sein wie die von Tom. Wie schade. Apropos, wir hätten vielleicht noch Tom Bescheid sagen sollen. Nur Klamotten, als ob ich welche brauchen würde. Was für eine Zeitverschwendung. Kamera. Fleck. Hier haben wir einen Fleck. Hier drüben sonst weiter nichts. Kamera, Tüte, Haken. Haben wir schon einen. Einer sollte reichen. Wenn ich mehr brauche, komme ich einfach wieder. Teich. Faden. Haken. Ich bringe diesen Haken am Ende der Schnur an. Eine Schnur mit Haken halten. Brauchen wir noch eine Art Stock? Oder? Huch. Ernsthaft? Sogar die Unmenschen, Urmenschen konnten besser angeln? Ja, Entschuldigung. Ach so, warte. Ein kleines Appetithäppchen. Ich könnte die Häppchen daran befestigen, aber ohne eine Schnur kann ich nicht angeln. Mir fehlt noch etwas, um es zu einer Angel zu machen. Ich könnte die dranbinden, ja, aber das wäre eine furchtbare kurze Angel.
Wir brauchen etwas Dünnes und Langes. Ja, okay. Ups, dort scheint nichts zu sein. Ich gehe da besser nicht runter. Ich könnte reinfallen oder von einem Meteoriten getroffen werden oder so. Oder reinfallen und dann von einem Meteoriten getroffen werden. Bazaar. Gucken wir mal. Bitte eintreten. Was steht da? Dicker Bauch. Lübecker Backstube. Sagen Sie mal, kennen Sie den Namen von diesem Laden? Diese Tücher behindern meine Sicht. Ja, es ist Abzocker-Bazaar. Naja, ich war nah dran. Postkarten. Aha, was haben wir hier? Sie wurden gerade verarscht. Na toll. Nö, ich habe niemanden, dem ich eine Postkarte schicken könnte. Mir fällt kein Freund ein und ich hasse meine Familie. Selbst wenn ich eine kaufen würde, würde sie vermutlich später zu Hause ankommen als ich. Hey, was soll die Trübsal? Schluss damit. Ich habe es schon gesagt, es bringt nichts, eine zu kaufen. Ich habe keinen Freund, dem ich eine schreiben könnte. Oh nein, schon wieder diese traurige Platte. Naja, Tom hat er ja. Tüte. Was ist in dieser Tasche hinter Ihnen? Meine Sachen. Ich habe viel mehr. Kommen Sie wieder später und ich vielleicht habe neue Sachen zur Auswahl. Ich verstehe, aber kann ich mir den Müll ansehen, den Sie da drin haben? Sie wollen meinen Müll sehen? Nein, tut mir leid. Das ist auch mein Kissen, sehen Sie? Oh, naja, ich bezweifle sowieso, dass dort etwas Interessantes drin ist. Bringt nichts, ich habe Besseres zu tun, als einen Haufen Müll zu durchsuchen. Das ist kein Müll. Tasche voll mit tollen Sachen. Ja klar. Schlange. Wenn ich das tue, wer soll dann Henry retten, ne? Okay, schnapp mir die Schlange. Hierher, kleines Schlängelchen, komm zu Papa. Ah, sie hat mich gebissen, böse Schlange. Siehst du, ich habe es dir gesagt. Oh, und rate mal, das Gift wirkt bereits. Das ging schnell. Sandra fand Björns Leiche auf dem Bazar neben anderen billigen Verkaufsobjekten. Sie hat ihn zu einem günstigen Preis erstanden, wie unerwartet. Ja, schon teilweise makaber. Korb. Seltsam, wenn ich reinschaue, ist er leer, aber ich kann ihn keinen Millimeter bewegen. Muss wohl schwarze Magie sein. Oder Trick. Egal, ich habe sowieso kein Interesse an einem großen leeren Korb. Es stinkt, ich muss kotzen. Aha, Müll. Ein authentischer Mist. Das ist, ich kann es nicht einmal sagen. Das stinkt, ich würde es nicht mal kaufen, wenn ich dafür bezahlt werden würde. Würden Sie mich eventuell bezahlen, wenn ich das hier kaufe? Ja, bezahlen, bitte, kaufen, gut Zeug. Ich schätze nicht. Warum sollte ich das wollen? Es ist Müll. Ach du meine Güte, das Ding ist furchtbar. Das ist Müll, ich sage es dir. Müll, überall. Vielleicht sollte ich diesem Verkäufer ein paar Verkaufstipps beibringen. Lektion Nummer 1, verkauf ansprechende Sachen, kein Müll. Ja, da könnte man, also ich weiß ja nicht, aber ich kann dieses Zeug hier nicht gerade von unseren Antiquitäten unterscheiden. Die nicht mal wirklich antik sind. Igitt! Noch ein nutzloses Dingsbums. Das will ich nicht. Es stinkt nach Mückenpisse. Ich schwöre, es sieht aus, als hätte der Verkäufer draufge... Ja. Grauenhaft. Damit würde ich nicht mal beerdigen werden wollen. Ja. Niemals. Ich habe schon genug Müll in meinem Laden und zu Hause. Absolut richtig. Da gebe ich mal recht. Wenn ich das sehe, möchte ich kotzen. Schön. Was haben wir hier hinten? Ein Vogel... Kokosnüsse anscheinend. Schaf. Was für ein dünnes Schaf. Ich frage mich, wie es noch am Leben sein kann. Zu schade, ich hatte Hunger auf etwas Fleisch. Mann, ich vermisse Fleisch so sehr. Steaks, Würstchen, Speck, Schinken, Froschenkel, Schweineköpfe, Krötenspucke, alles. Ja, besonders die Krötenspucke. Ein dünnes Schaf in einem armen Land. So stereotypisch.